Oh, das war ein Sonnenaufgang. Habt ihr das gesehen? Der helle Wahnsinn. So, jetzt mache ich hier mal wieder Erde rein. Die Frage ist, mache ich hier noch so einen Notausgang oder was? Oder fülle ich das alles wieder zu? Ich fülle das mal lieber. Kann man ja dann immer noch mal machen. Nee, ist schon okay. So, dann hier jetzt. Hier jetzt zukoppeln. Hier machen wir das mit. Dreck. Ja, das reicht nie und immer. Das sehen wir jetzt ja schon hier. Also mit dem Cobblestone, natürlich der Dreck reicht immer, das ist klar. Der Cobblestone war nicht. Und draußen ist es wie wild am Pusten. Hier liegt ja noch Cobblestone genug rum. Man muss ihn nur aufsammeln. So, mal alles schön ausleuchten. Ja, also insofern fliegen ist immer noch sicherer, trotz dieser schrecklichen Unglücke. Es ist natürlich so, dass man sich dann vielleicht sagt, mein Gott, ich fliege nicht so gern. Warum? Weil ich dann nichts machen kann. Ich habe alles im Griff, aber wenn man sich das so überlegt, man hat alles im Griff im Auto, wenn man selber steuert. Aber ich fragte euch, habt ihr schon mal diese Videos gesehen von russischen Autofahren oder Unfällen, da kommen einem dann LKWs entgegen, weil die auf dem Glatteis nicht mehr bremsen können oder was weiß ich, alles auf jeden Fall ziemlich haarig. Da hat man zwar theoretisch alles im Griff, aber in Wirklichkeit hast du da überhaupt nichts im Griff. Den kann weg. Bisschen Cobblestone sparen. Na. Auch hier können wir Cobblestone sparen. Dann unsere Geheimtür. Das mache ich gleich anders irgendwie. Hier lassen wir dann ja offen so ein bisschen. Haben wir schon wieder alles aufgebraucht. Okay, da muss ich also da gleich dann doch noch mal
ins Lager und 2-3 Stacks Cobblestone holen. Das ist ja alles kein Problem. So, hier machen wir auch Cobblestone als Decke, sag ich mal. So, okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen Cobblestone holen. Können wir hier so runter irgendwie. Es geht. So, ich kann ja nichts essen, wenn ich verletzt bin, sondern nur, wenn ich Hunger habe. Hat mich gerade gewundert. So, Cobble. Cobble, Cobble, Cobble. Mit zweien kommen wir vielleicht nicht hin, deswegen nehme ich mal ein paar mehr mit. Und die Erde da müssen wir dann wieder rausholen, irgendwann mal, wenn wir es merken. So, wie sieht das jetzt aus? Ja, das sieht auch so lustig aus hier jetzt. Mit dem Muster da unten drunter. Die schwebende Kirche. Also das kann man auch nur in Minecraft machen hier. Ja, um nochmal auf die Fliegerei zu sprechen zu kommen. Auch ich habe ja natürlich ein bisschen... Natürlich, gut, also natürlich ist Quatsch. Auch ich habe ein bisschen Fluchangst. Aber wenn man irgendwo hin will, in Gebiete, die tausende Kilometer weg sind, da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als zu fliegen. Und von daher muss ich das dann halt machen. Man muss sich dann halt immer sagen, okay, es ist halt so, dass man da dann fliegen muss. Und es ist halt auch so, dass man sich überlegen kann, ja, das Fliegerei ist sicher. Aber es ist halt dann doch immer so ein komisches Gefühl, wenn man fliegt. Ich kenne das ja auch. Also ich verstehe alle, die nicht gerne fliegen. Ich würde auch lieber, sagen wir mal, in einen Transmitter steigen. So wie das bei Science-Fiction-Romanen ist. Zum Beispiel Perirodon oder so. Die steigen in einen Transmitter ein und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Das heißt, die fliegen natürlich auch in Raumschiffen und so. Aber das muss man nicht unbedingt. Nur diejenigen, die Transmitter da aufstellen. Ihr kennt sicher dieses Sternentor oder sowas. Stargate heißt das. So eine Serie. Da gibt es auch so Transmitter. So, damit haben wir die Wände da. Huch, jetzt habe ich mich erschreckt irgendwie. Die Wände haben wir fertig. Jetzt tun wir hier noch ein bisschen Licht dran. Und auch hier unten. Und hier machen wir mal Kurbel hin. Sollte alle mal reichen.
So, und hier in der Krypta sind dann natürlich berühmte Leute begraben. Da müssen wir uns noch mal was ausdenken, wen wir hier denn zu Grabe tragen. Und es wird schon wieder dunkel. Noch nicht dunkel genug. So, wo kommen wir da hin? Da kommen wir hin. Wir werden also hier mal so ein bisschen. Aber jetzt kann ich doch schlafen. Genau.